Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. Jo. So. Sind wir immer noch auf der Achse? Müssen jetzt aber erstmal pennen gehen. Und da es gerade noch 14 Uhr ist, schätze ich mal, wir pennen gleich mal zweimal. Denn ansonsten wird es eine Nachttour und darauf habe ich halt hart keinen Bock. So, wir haben noch 46 Stunden. Easy. Können wir locker zweimal pennen. Was? Nein, nicht abbrechen. So. Okay, das war's mit dem Raven. Hey, wir können einen Kredit zurückgeben. Oh, nee, können wir nicht. Nee, können wir nicht. Na, egal. Müssen wir noch ein bisschen warten. Kann ich mal die Fresse, Schnauze? Ich hau dir eine rein gleich. Mach lieber den Ring weg. Nein. Das ist meine Straße. Weg da. Weg da. So. Alles mal. Oh, ich bin hier falsch. Verdammt. Hey, was ist denn hier? Auch keine Alpha-Wand, bitte. Na klar, ist da eine Alpha-Wand. Immer diese Alpha-Wände. Mann, ich hätte hier so gut wenden können. Ja, leck mich doch am Arsch. Frag doch mal. Oh mein Gott. Die Folge startet ja richtig gut hier. Dieser Ring muss nicht fertig. So, erstmal Scheinwischer an. Und jetzt legst du jetzt mal Musik an. Habe ich echt noch vor 12 Uhr geschafft, noch über 100.000 zu kommen. Cool. Hopp. Easy. 5.000. Kann ich locker noch ein bisschen was rausquetschen hier. So, wenn ich den zurückzahle. Und den zurückzahle. Und den zurückzahle. Den zurückzahle. Bumm, schon aber 12.000. Easy. Halt dich bitte nicht, was ich hier gerade mache. Ich weiß es selber nicht. Mir war gerade danach.
gesagt, gefährliche Manöver will ich jetzt nicht unbedingt machen bei dem Regen. Weil es sieht gerade so aus, als wenn es gerade aufhört zu regnen. Ja, moin! Läuft doch! Welcome to New Mexico. Dann werde ich Vater nach wir haben schon eine Fracht. Ups. 1%. Holy shit. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Aber dann kriege ich halt die Füße. Oh, was haben wir getan? Dass da gerade echt alle nach rechts abbiegen wollten, diese Schweine. Ist ja diese Vorzeigebrücke da hinten, oder? Die auch bei dem einen Trailer vorkam. Oh ne, hier ist er runter. Okay, dann doch nicht. So, wir müssen mal überlegen. Vita war ein LKW, 100. Irgendwas mit um die 175.000 oder sowas, ne? Das heißt, wir brauchen 175.000 plus 100.000 für ein Upgrade für die Garage. Das heißt, sobald wir wieder 275.000 insgesamt haben, also mit dem, was wir haben, plus auf der Bank möglich, können wir dann unsere Garage upgraden und dann noch vierten LKW kaufen für die Garage. Ist ja geil. Vielleicht schaffen wir es sogar noch in der Session. Wobei, in der Session schaffen wir es auf jeden Fall. In der Folge eher weniger. Aber entweder in der oder in den nächsten beiden.
Da sollte man es auf jeden Fall schaffen. Sehr unübersichtliche Kurve. Mit kleinen Planken und allem drum und dran. Gefällt mir mal gar nicht. Und da vorne ist eine sehr enge Kurve. Gefällt mir auch nicht. Jetzt auf die Bremse gehen. Ja, war gut. War gut, dass ich gebremst habe. Etwas schneller und sie werden umgekippt. Oder ich hätte die Kurve nicht bekommen. Und wir fallen gegen die Leitplanke heraus. Hart war so krass und echt hart am Limit. Voll weggekickt. Was ist denn hier? City oder was? Scheint so, ne? Ja. Aua. Ich bin unschuldig, der hat sich hinter dem LKW versteckt gehabt. Da habe ich genau gesehen, oder eigentlich vielmehr ehrlich. Darum geht es ja bei meiner Beweisführung. Da guckt euch einfach diese Landschaften an. Das ist so gut. Alter Schwede. Also, ihr könnt mir halt sagen, was ihr wollt, ja. Egal wie hoch gerade dieser Alaskan Truck Simulator gelobt wird und dieser ganze andere Dreck, der gerade aus allen Fugen gedrückt wird, I don't know. Klar, die mag alle vom Gameplay her ganz cool sein. Und auch neue Features haben. Aber ich meine, guckt euch diese Landschaften an. Was Landschaften angeht, wenn in den nächsten 5 oder 10 Jahren nichts an SCS-Software rankommt. Dafür haben wir halt einfach einen zu weiten Vorsprung. Digga, die Gelder fließen hier richtig. Nice. Achso, ich sehe da apropos Level aufgestiegen. Mal gucken, was eigentlich unsere Fahrer so machen. Eigentlich aktuell so hier skilltechnisch, meine ich jetzt so. Ausgeglichen. Die sind alle schon fertig, was Fernfahrer angeht. Okay. Oh, okay. Der kann mittlerweile auch ausgeglichen.
Ja, da kann auch Fernfahrer machen. Und die hier, die müssen nämlich auch Fernfahrer machen. Da habe ich voll vergessen. So. Jetzt sind die untersten 5 noch Fernfahrer und die anderen sind alle ausgeglichen. Sehr geil. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich bin voll dumm. War doch alles richtig. Ey, bei den beiden, ich meine, hier geht's. Die bei den Fernfahrer, ja. Aber die sollen ja erstmal ausgeglichen bleiben. Solange bis die überall ein Level haben. Aber ich war schon wieder richtig dumm. Eben. Erst wenn überall ein Level ist, dann kommen sie auf Fernfahrer. Damit sie schon mal alles freigeschaltet haben, was also halt hochwertige Fracht und sowas alles schon mal freigeschaltet haben. Und dann auch bei den Fernfahrten mehr Geld bekommen. Alter, wir haben plus 270 Meilen. Das schaffen wir noch locker in der Folge hier. Holy shit. Ich habe 2 Folgen schneller, als ich gedacht habe. That's not bad. Da weiß ich ja gar nicht, was ich in den nächsten beiden Folgen machen soll. Aber ich muss auf jeden Fall rumrasen. Dann soll ich aufhören rumzurasen, sinkt mein Adrenalinspiegel und dann penne ich ein. Ernsthaft, ich habe nur ganz, ganz leicht angebumst. Der ist gerade mal schwanger geworden. Und schon krieg ich direkt Schaden, Alter. Nicht sehr geil. Der sogenannte Bumsschaden.
Alter, wie er so eine große Intersections, ey. Ich liebe die Dinger. Sowas hätte ich gerne in Berlin Mitte, statt so ein hässliches Brandenburger Tor. Ich habe eine enge Kurve. Vor uns wird das schon wieder grau, dann fängt es schon wieder an zu regnen oder was? Gleich. Ja, ja. Locker. Fängt doch locker gleich an zu regnen, ey. Ich meine, hinter uns ist richtig schön, naja, richtig schön blau jetzt nicht unbedingt, aber zumindest blau. Aber vor uns ist ja halt alles grau, so. Ist ja grau und grau. Da bin ich mal gespannt, ob gleich anfängt zu regnen. Wäre halt witzig, wenn es irgendwann so ein Ingame-Wetterbericht geben würde. Muss ich jetzt hier runter? Ja, ne? Ja. Schon wird es wieder heller. Ich habe wieder nur gefühlt 15 Bilder pro Sekunde. Nein, nicht mal. Eher 10 Bilder pro Sekunde. Na, wenn überhaupt. Ich freue mich schon auf 1,47. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht. Aber irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, das ist immer schon ein schönes Gefühl. Also, dass ich enttäuscht werde.
better than you. Because I have more brum brum. Oder so. Ich wollte das nicht absatteln. Vor allem, dass du halt nicht wieder einfach aufsatteln kannst. Nein, du musst jetzt mal wegfahren. So. Oder aus. So, jetzt. Und? Boah, 8.009. Alter, für 2. Oh, okay. Für fast 2%. Ah, das ist schon echt mies. Na, gut, dann können wir uns also nächste Folge erstmal direkt einen neuen LKW holen. Also, Garage aufrüsten und uns dann einen neuen LKW holen. Das scheint machbar zu sein. Ja, bis dann.